Not sehen und handeln, in heutiger Zeit besonders wichtig. Hilfe für Menschen, die sich nicht selbst helfen können, wie zum Beispiel Schwerstbehinderte. Organisationen, die in Sachsen viel auf diesem Gebiet leisten, heißen zum Beispiel Caritas, Diakonie, Lions Club und Rotary Club. Ihr Anliegen ist es, Hilfe für Bedürftige zu organisieren, zum Beispiel für körperlich oder geistig behinderte Menschen. Die Mitglieder des Selbsthilfeverbandes Soziale Projektorganisation e.V. wollen mit dem ersten Benefizmarathon eine außergewöhnliche Idee verwirklichen, um schwerbehinderten Kindern zu helfen, mit dem Potenzial von namhaften Unterstützern aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Musik. Silke Höxtra, Geschäftsführerin des Landesverbandes der Lebenshilfe Sachsen, ging auf die neue UN-Konvention ein und stellte das Projekt Inklusion in Sachsen vor. Die UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung ist jetzt inzwischen seit fast 2 Jahren gültig in Deutschland. Die EU hat die Konvention auch ratifiziert, somit anerkannt. Und in über 50 Artikeln, die auch sehr viel verwaltungstechnische Aufgaben beschreiben, wird unter anderem in 25 Kernartikeln der Konvention näher beschrieben, welche Rechte für Menschen mit Behinderung eingefordert werden. Das Ziel unseres Projektes bedeutet, dass wir ein Netzwerk errichten wollen als Informationsportal, das eine dementsprechende Nachhaltigkeit erwirkt werden soll, um Menschen mit Behinderung zu helfen und diese Idee, die wir hier in unserem Projekt angeschoben haben, zum Laufen zu bringen. Weitere Informationen zum ersten Benefizmarathon findet man unter der eingeblendeten Adresse. Erster Benefizmarathon, Brücken bauen, gemeinsame Ideen gestalten. Ein außergewöhnliches Projekt, beispielgebend für couragiertes Engagement im Sinne von Menschen, die Hilfe benötigen. Stella und Fanny Dittrich aus Thermalbad Wiesenbad sind etwas anders. Die Zwillinge sind blind, haben Tetraspastik und Epilepsie. Als Tetraspastik wird eine Lähmung im Bereich der Arme und Beine als Folge einer Schädigung beider Pyramidenbahnen bezeichnet. Die Zwillinge, ihre Schwester Siri und ihre Eltern wünschen sich ein neues Zuhause. Denn im Moment wohnt die Familie in der 3. Etage und außerdem sehr beengt. Stella und Fanny wünschen sich daher viel Hilfe, dass es ihnen allen bald besser geht. So, liebe Leute, nun wisst ihr, um was es geht. Um die zwei schwerstbehinderten Zwillinge Fanny und Stella Dittrich. Ich will mithelfen. Ich möchte dann Kindern, dass die Lebensqualität sich verbessert und dass sie ein lebenswertes, schönes Leben haben. Maximilian Richter wurde am 1. Juli 2002 in Dresden geboren. Seit 2007 wohnt er im Erzgebirgskreis. Maximilian besucht die Grundschule in Wiesa. Er ist ein Kekskind, das bedeutet ein Kind mit angeborener Speiseröhrenmissbildung. Durch sein Handicap muss er mit vielen Einschränkungen leben, Schwachstelle Rücken, motorische Störungen, Dyskalkulie und ständigen Atemwegserkrankungen, wobei Bronchitis an der Tagesordnung steht, sowie das Steckenbleiben der Nahrung in der Speiseröhre. Ich unterstütze dieses Projekt, weil der Max ist ein ganz, ganz lieber Junge. Und ich bin selbst Mutti von 2 Kindern und ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass Kinder, die es brauchen, die entsprechenden Therapien bekommen. Ich möchte mithelfen, dass Kinder mit Erkrankungen eine schöne Ferienzeit erleben dürfen, dass sie entsprechende Therapien bekommen, um wieder geheilt zu werden. Akim Kästner ist 8 Jahre alt und wohnt in Königswalde. Durch eine Hirnblutung braucht er sein Leben lang eine künstliche Hirnwasserableitung. Durch seine angeborene Muskelschwäche kann er weder sitzen noch stehen, weder krabbeln noch laufen. Akim und seine Mutti wünschen sich eine Unterstützung zur Finanzierung eines Transporters mit einer Rampe, damit auch er wie alle anderen Kinder mobil sein kann. Ich bin heute zu Gast in Königswalde beim Akim, halte seine kleine Hand und das soll auch das Zeichen dafür sein, dass wir einfach sagen, Herr Akim braucht Unterstützung, nicht nur meine Hand, sondern alle Hände da draußen. Erster Benefizmarathon, Brücken bauen, gemeinsame Ideen gestalten. Ein außergewöhnliches Projekt in Sachsen, beispielgebend für couragiertes Engagement im Sinne von Menschen, die Hilfe benötigen.